Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, heute dachte ich mir, mache ich mal noch das Video zum Thema Erstausstattung. Ich habe sowas, glaube ich, noch nie gedreht bisher. Und ich sag euch mal, was ich so gerne gehabt hätte oder damals eben auch schon hatte. Genau, gewünscht wurde das Video von Noelka und hiermit grüße ich dich auch. Und dann wünsche ich euch allen viel Spaß beim Video. Okay, ich habe jetzt hier auf dem Bett so ein bisschen alles hingelegt, was es so gibt und was man vielleicht haben könnte, sollte. Wobei ich immer grundsätzlich sage, dass jeder selber entscheiden sollte, was er braucht und was er mit den Reborns auch machen möchte. Ja, kommt ja drauf an, ob man es nur in der Wiege haben möchte und eigentlich gar nicht groß umziehen möchte oder ob man sich damit auch etwas beschäftigen möchte, es betütteln möchte oder es in den Arm nehmen möchte. Ja, genau. Und es ist ja so, wenn man ein Reborn-Baby kauft, ist meistens auch schon eine Kleinigkeit dabei. Also meistens ist es angezogen, hat meistens auch eine Decke dabei oder einen Schnuller. Ja, ein komplettes Outfit. So war es ja eben auch bei der Kleinen hier. Sie hatte ich ein Eschwege bekommen, gekauft und da war auch ein Schnuller dabei, ein Body, ein Schlafanzug. Und manchmal ist es so, wenn man welche kauft auf eBay oder auf eBay Kleinanzeigen oder wo man die überall kaufen kann, dass da eben auch schon eine Decke dabei ist, ein Anzug, vielleicht auch nur ein extra Outfit. Ja, kommt drauf an, was man quasi vereinbart mit der Verkäuferin. Wichtig ist auch, dass man sich vielleicht nicht so viel kauft am Anfang, weil vor allem Klamotten würde ich sagen, nicht, dass es dann vielleicht doch nicht passt. Das kann man dann doch besser selber einschätzen, wenn das Reborn dann da ist. Dass man nicht zu viel hat, was dann vielleicht nicht passt. Deshalb vielleicht nur ein paar Sachen und auch mit der Verkäuferin Rücksprache halten bezüglich der Größe. Und auch deshalb nicht so viel kaufen, weil vielleicht gefällt einem das Hobby auch nicht, wenn man noch kein Reborn hat. Nur so als kleiner Tipp. Ich hatte ja wie gesagt auch kaum Sachen gekauft. Dann fange ich mal an mit den Sachen, wo ich jetzt am wichtigsten empfinde. Einfach auch vielleicht fürs schön herrichten. Gibt es ja verschiedene Dinge. Eben eine Bürste, da habe ich mittlerweile eine ganz weiche, weil mich hat das immer gestört, dass das so fest war. Mit der kann man eigentlich gar nichts rausreißen. Wenn man die Haare eben ein bisschen schöner wieder kämmen möchte, würde ich eher eine weiche Zahnbürste empfehlen. Da kann man einfach viel präziser die Haare kämmen und dazu eben dann vielleicht diesen Leichtkämmspray. Aber am besten eben mit Wasser verdünnt in einer extra Sprühflasche. Das ist eine alte Sprühflasche von Deo. Ich weiß nicht, gibt es glaube ich auch für irgendwelche andere Sachen. Oder man nimmt so einen leer, wenn man das schon länger hatte. Genau. Sonstig möchte ich das nicht unbedingt benutzen auf dem Vinyl. Habe ich mittlerweile erfahren. Ich hab dir mal meinen Multipack gekauft. Ich nehme die eigentlich mittlerweile nur noch, wenn wir unterwegs sind. Also ich auch selber ohne die Reborns unterwegs bin und mir irgendwie mal schnell die Hände sauber machen möchte. Ja, wenn ich irgendwas angefasst habe. Und wenn ich dann eben mit den Reborns unterwegs bin, nehme ich das auch mit, weil wenn ich die dann anfasse, möchte ich eben nicht mit dreckigen Fingern sie anpacken. Genau. Dann, wieso ist denn das hier so ein Schwarzen? Keine Ahnung, Verfärbung. Dann habe ich so ein, ich glaube, das nennt man Nasensauger. Da kann ich den echten Kindern so die Nase freisaugen, wenn sie verschnupft sind. Ich finde das aber ganz cool als Blasebalg in Miniform. Da kann man quasi die Öhrchen ein bisschen auspusten oder die Nasenlöcher, also die kleinen Fältchen quasi. Genau, dann wird das ganz gut sauber. Oder man macht das mit einer weichen Bürste, die halt auch sauber sein sollte. Was mir eigentlich auch immer ganz wichtig war, dass ich irgendwie einen kleinen weichen Lumpen da hatte, wenn ich sie doch mal mit warmem Wasser abwaschen wollte, wenn sie doch etwas mehr dreckig sind. Genau, vorsichtig. Oder ihr haltet den Arm direkt unter das Lauwarmwasser und lasst es einfach nur runterlaufen. Das mache ich auch manchmal. Ja, halt wichtig.
auf den Stoffkörper aufpassen. Dann ist es immer schön, ein paar Windeln dazu haben. Ich habe viel zu viele. Ich empfehle euch nicht zu viele zu kaufen. Natürlich auch müsst ihr auch schauen, welche Größe sie haben. Also sie braucht zum Beispiel das neue Baby trägt eher Pampers Größe 1 oder eben diese Stoffwindeln in der kleinsten Größe. Wobei ich die eben auch am liebsten nehme. Die sind bunt, schön und da geht der Klett nicht kaputt. Die wie auch, ist ja nur, sind ja nur Druckknöpfe dran. Und die sind halt irgendwann hier so ausgeleiert, dass es nicht mehr schön ist, nicht mehr hält. Die Emma zum Beispiel, ein Silikonbaby, die passt, ihr passt nur 0 und die hier sind eigentlich fast zu groß. Das zu windeln, das müsst ihr euch selber entscheiden, was euch da lieber ist. Aber im Prinzip braucht ihr die ja nicht, die machen die ja nicht voll, ne? Dann gehen wir hier mal weiter. Oder wo mache ich weiter? Hier, schön ist auch immer, wenn ihr eine Decke habt, da könnt ihr sie schön einkuscheln, wenn es Winter zum Beispiel kalt ist oder so eine Mulldecke, was so mehr oder weniger vielleicht auch für Fotos, dekorative Zwecke. Ja, das ist ganz schön. Ich muss kurz was aufheben. Genau. Dann geht es quasi weiter mit, wo fange ich jetzt an? Hier seht ihr, ich habe hier einmal einen Langarmbody. Ich empfehle halt einfach einmal einen Langarmbody und einmal einen kurzen. Je nachdem, vielleicht auch welche Jahreszeit, aber wenn man zwei hat, hat man einfach mehr Abwechslung. Wenn man rausgehen möchte, vielleicht mal eine Jacke. Das muss man sich halt vorher überlegen, ob man das eben braucht. Wobei ich sage, so eine Wäsche kann man auch mal drinnen anziehen im Winter. Dann eine Mütze mal, finde ich auch ganz schön zum Outfit, wenn es kalt ist. Was man vielleicht auch möchte, ist ein Lätzchen. Sieht ganz süß auf Fotos aus. So, wenn man eben sich etwas mehr mit ihnen beschäftigen möchte. Oder auch für Bilder schön sind so Flaschen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Glasflasche von Nook. Und Fake-Milchpulver, das ist so Kaffeeweißer, gibt es unter anderem im Rewe. Genau, das sieht so aus, riecht nach nichts. Genau, was ich sehr, sehr gerne mag, sind Schnuller. Da habe ich immer, der ist jetzt eben für die Indie. Und Schnullerketten finde ich auch super süß. Und einen, wo noch dran, welche, wo der Nuckel noch dran ist. Das sieht einfach toll aus auf Fotos, wenn man den dann so oder so dran liegen hat. Ja. Dann outfitmäßig würde ich sagen, halt einen Schlafanzug quasi für die Nacht und ein Jogging-Outfit oder auch was Schickeres, was einem eben gefällt. Dass man, wenn es dann da ist, vielleicht einfach was hat zum Anziehen und wenn das einem dann auch gefällt, ja genau, Socken immer wichtig, gefällt, dann kann man sich ja dann, also dann ist es ja da, dann weiß man, oh, das gefällt mir gut, dann kann man sich ja noch mehr dazu kaufen und dann weiß man die Größe auch besser und ist sich da nicht so unsicher, würde ich jetzt mal sagen. So, da ist, dann habe ich jetzt noch hier so ein Kuscheltier hingelegt, das ist vielleicht auch ganz schön auf Fotos oder wenn man die so schön einmummeln kann, dann im Bettchen das dazulegt. Sieht ganz hübsch aus. So, ich hätte jetzt gesagt, das ist so das Grundzeug, um mit denen das machen zu können. Schön ist dann vielleicht auch noch sowas in die Richtung von einem Bettchen oder einer Ecke, wo man das so ein bisschen herrichtet. Aber halt, da würde ich empfehlen, nicht irgendwie so ein mega großes Bett gleich zu kaufen, wenn man nicht weiß, ob man das vielleicht auch gar nicht mag, ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich hatte ja am Anfang eben auch nur zum Beispiel dieses Bettchen, das war meine frühere Puppenwiege, die ich immer noch hatte und ich finde die immer noch toll. Die werde ich auch weiterhin behalten. Genau, mittlerweile dazu habe ich ja einen Babyseif und dann erst vor kurzem einen Kinderwagen gekauft. Ja, wenn man das dann eben möchte, dann kann man sich das eben besorgen. Aber wenn man das eben noch nicht weiß, so genau, dann
würde ich solche größeren Anschaffungen eher ein bisschen verschieben und nach sich kaufen. Was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Aber sonst könnt ihr euch auch selber so überlegen, was euch wichtig ist, was ihr mit dem Kleinen machen wollt und was ihr dafür im Prinzip braucht. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst jetzt so ungefähr, was man vielleicht braucht, machen sollte, nicht tun sollte. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!